Omikron rollt durch Deutschland und ändert die Regeln. Nach einer Infektion gilt der Genesenenstatus jetzt nicht mehr für 6, sondern nur noch für 3 Monate. Laut Robert-Koch-Institut bestehe bei Omikron ein sehr viel größeres Risiko, erneut zu erkranken und Überträger zu sein. Doch nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation lässt sich das wissenschaftlich noch nicht untermauern. Wir haben dazu im Moment noch keine abschließenden Daten, weil es die zusammenfassenden Studien, die Langzeitstudien noch nicht gibt. Kann es ja noch nicht geben. Deswegen muss es im Moment nationale Politik bleiben. Es bleibt immer nationale Politik. Der Genesenenstatus ist nicht nur maßgeblich für Quarantäne- und Einreisevorschriften, sondern auch für die 2G- und 2G-Plus-Zugangsregeln. Die handhabt jedes Bundesland sowieso anders, vor allem mit Blick auf die Boosterimpfung und dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Bundesgesundheitsministerium sieht den Schutz als ungenügend an. Deswegen müssen nun alle Johnson & Johnson Geimpfte nicht mehr nur eine, sondern gleich 2 weitere Impfdosen eines mRNA-Impfstoffes erhalten, um offiziell als geboostert zu gelten. Nicht alle Bundesländer, aber beispielsweise Bayern, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen folgen diesem Kurs jetzt. Jana Knitterscheid aus Bonn fühlt sich betrogen. Sie wurde mit Johnson & Johnson geimpft, hat sich im Dezember quasi boostern lassen. Dass sie jetzt doch nicht mehr zu den Geboosterten zählt und damit nicht mehr von der Testpflicht befreit ist, hat sie erst vom Kamerateam erfahren. Man macht das, was einem gesagt wird. Und am Ende ist es dann irgendwie doch nicht das Richtige. Man muss sich dann irgendwie doch wieder anpassen. Erst war ich nur verwirrt, jetzt bin ich einfach nur noch genervt. Weil es einfach dieses ganze Hin und Her, das macht für mich halt, es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Allemal dürften die neuen Regeln den Impfdruck in Deutschland noch einmal erhöhen.